Alle sind heiß auf dieses Heimspiel gegen Würzburg. Maskottchen Felix, die Fans in der NRW Arena und natürlich das Team von Phoenix Hagen. Hallo bei Feuervogel TV mit einem Spiel, das es in sich hat. Das erste Viertel gehört Phoenix. Die Starting Five gibt mächtig Gas, übt ordentlich Druck aus und ist extrem konzentriert in der Defense. Zwischenzeitlich steht es 23-7. Ein Start nach Maß mit vielen starken Aktionen. Die Frage ist, wann wachen die Würzburger auf? Wann zeigen sie ihre Qualitäten oder verpennen sie das Spiel komplett? Es wird noch mal enger. Würzburg hat gute Phasen, hält dagegen, kommt näher ran. Über das gesamte Spiel leistet sich das Team aber zu viele Ballverluste. Der Showdown in der NRW Arena hat es in sich. Kippt das Spiel nochmal? Die 3018 Zuschauer hält es kaum noch auf den Plätzen. Der sechste Mann ist da, Phoenix auch. In dieser Phase dreht Mr. Fantastic auf. Mark Doris kommt immer wieder ganz stark von der Bank und Ole Wendt legt den Grundstein dafür, dass er kurz nach dem Spiel vom Heuboden aus die Humber inklusive Ausrufezeichen anstimmt. Eine großartige Phase von Phoenix, mit die beste überhaupt. Würzburg hat nach der Aufholjagd keine Körner mehr für den Schlussspurt. Phoenix ist hellwach, lässt sich das Spiel nicht mehr wegnehmen. Egal ob Dino Gregory oder Devin White scoren, das vierte Viertel macht richtig Spaß. 78-64 am Ende, die NRW Arena hat sich die Aftershow-Party wirklich verdient. Ja, woran hat es heute gelegen? Gibt es einen Schlüsselmoment, den du für dich so bestimmen könntest?
Ja, die Turnovers definitiv. Wir haben in der ersten Viertel haben wir so viele Turnovers gehabt und auch einen 16-Punkte-Rückstand gehabt. Und wir sind nicht von Anfang an ins Spiel reingekommen. Im vierten Viertel sind wir ein bisschen reingekommen. Aber dann am Ende hatten die einfach auch die offenen Würfe gehabt und haben halt die getroffen und hatten am Ende dann wahrscheinlich dann die Energie und mehr Verstand gehabt, das Spiel zuzumachen. Congratulations for the winning. You survived the defense line, but it looked not so easy. Could you say something about this? I mean, before the game started, coach told us they're aggressive on defense, so they got aggressive down the end because they was down. So I mean, we kind of let up because we was kind of up. So like, it got tough down the end, but we pulled it out. Ich meine, es ist schwer in Hagen zu spielen. Man weiß ja, wie die Kulissen sind hier. Und wenn die einmal so einen Lauf bekommen, auch von draußen die Dreier zu treffen und aggressiv zu verteidigen, ist natürlich schwer, das Spiel danach aufzuholen. I think it was us staying aggressive on offense and pretty much going with the game plan. Like, Coach had a good game plan before we came in and it worked out to perfection.